Ihr wundervollen Geschwister da draußen, seid mächtig gesegnet von unserem wundervollen Herrn, unserem wundervollen König Jehoshua, Jesus Christus und unserem wundervollen himmlischen Vater Yahuwah. Ja, ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr habt Liebe in eurem Herzen. Ich hoffe, ihr habt Freude in eurem Herzen. Ich hoffe, ja, ihr hattet einen wunderschönen Tag bisher. Ja, ich wollte heute ein neues Video für euch machen. Und zwar soll es heute mal, ja, etwas ermutigend werden. Zumindest versuche ich es, so gut wie möglich. Und ja, der Herr hat mich ein wenig, also ich denke, der Traum ist dafür da, dass wir ein wenig erbaut werden und ein wenig positiver denken sollten, stetig. Und vor allen Dingen wach bleiben sollten, liebe Leute. Es geht darum, dass der Herr mir einen Traum gegeben hat über den Weg der Heiligung, aber auch irgendwo eine kleine Geschichte, die den einen oder anderen vielleicht an seinen Weg erinnert, wie er zu Gott und dem Herrn gefunden hat und ja, wie er einfach frei wurde von dem Bösen dieser Welt, von den Sünden und einfach eine neue Schöpfung wurde. Und darüber möchte ich heute berichten. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen bei diesem Traum, weil ich selbst nicht weiß, ob ich mir folgen kann und ob ich den Traum so weitergeben kann, wie ich gerne würde. Weil es auch irgendwo um Hochzeit geht. Ich es aber irgendwo so erklären möchte, dass alles eindeutig wird, wenn ich Fehler mache. Es gibt unten so eine Kommentarfunktion und ihr könnt mir sehr gerne Kommentare schreiben. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, falls ich Fehler mache und so. Und ja, also, ich fange einfach mal an zu reden. Und zwar habe ich einen Traum in einen Traum bekommen. Und wo fange ich an? Wo fange ich an? Am Anfang des Traumes war es so, dass ich mich in einem großen Haus befunden habe. Wurde aber erst später ersichtlich. Alles war aus Holz und eigentlich sah es recht gemütlich aus. Und vor mir war eine Tür. Und ich sah eine Frau mir vorbeilaufen. Es war eine Muslimin, also sie hatte ein Kopftuch auf und man hat es einfach eindeutig gesehen. Und dadurch, dass man halt an Menschen nicht sofort erkennen kann, woher sie jetzt kommen, beziehungsweise ob sie jetzt gläubig sind oder ob sie jetzt nicht gläubig sind, verwendet der Herr ab und an zum Beispiel so ein Bild, um mich erkennen zu lassen, dass das eine Person ist, die noch nicht zum Herrn gefunden hat. Also ein Gottloser, so wie wir alle mal gottlos waren und durch die Welt geirrt sind und keinen Hirten hatten. Und diese Frau hat mich, ja, sie ist in diese Tür reingegangen. Und ich bin ihr nachgegangen. Und ich wusste erst nicht, was in dieser Tür drin ist, beziehungsweise in was für einen Raum ich mich befinden würde danach. Und ja, ich bin einfach mal hinterher. Und plötzlich hat sich das Bild verändert. Und ich wusste erst nicht warum. Und ich habe mich auf einmal mitten auf der Straße, beziehungsweise ich habe mich auf einer Art Konzert befunden. Ich habe Menschen gesehen, die ja komplett weltfixiert waren. Also man hat gemerkt, dass diese Menschen Trauer in ihrem Herzen hatten. Sie waren eher so, ja, auf den Reichtum fixiert, nicht so auf das wahre Leben, auf das, was uns ausfüllt, sondern wirklich auf das Weltliche, auf das Materielle. Und sie kannten Gott nicht, sie kannten den Herrn nicht. Und man hat das einfach an ihrer Ausdrucksweise gesehen. Und ich war auch dort. Und ich war in dem Moment eine gottlose Person. In dem Moment habe ich Gott und den Herrn noch nicht gekannt. Das heißt, ich habe mich an einem Zeitpunkt befunden, beziehungsweise zu einem Zeitpunkt,
dort befunden, wo ich noch nicht zum Glauben gefunden habe. Und der Herr erinnerte mich an diese ganzen Dinge, wo ich durch die Welt geirrt bin, wo ich einfach keinen Sinn hatte wirklich in meinem Leben und irgendwo tot in meinem Herzen war, ohne dass ich es wusste. Und einfach irgendetwas gefehlt hat, was diesen Hunger in meinem Herzen stillt. Und ich habe mir dann dieses Konzert angeschaut mit diesen ganzen anderen Leuten und alle so wirklich so eine richtig traurige Miene. Und irgendwo dachte ich mir so, irgendwie kann das nicht sein so. Was ist das hier so, ne? Und ich habe einfach keinen Spaß verspürt. Ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas fehlt mir doch. Was man hier, ja, man kann das alles auf die Welt fokussieren. In dem Sinne, es ist zwar alles irgendwo gut und schön im ersten Moment, aber trotzdem fehlt uns irgendetwas. Als wir zum Glauben, beziehungsweise bevor wir zum Glauben gefunden haben, haben wir uns das gekauft und das gekauft und das gekauft. Wir haben irgendwo einen Sinn gesucht in unserem Leben. Wir haben nachgeforscht, wie alles entstanden ist und dies und das und jenes und was auch immer, Leute. Es gab auf jeden Fall einige Dinge, ja, wir konnten auf jeden Fall genug suchen, Leute. Aber was heißt suchen? Im ersten Moment ist es so, du gehst durch diese Welt und denkst dir so, ja, ist ja recht schön alles. Und irgendwann kommst du auf den Punkt, wo du dir denkst, das ist doch nicht alles. Und diesen Hunger, den du auf einmal in deinem Herzen verspürst, kommt sozusagen, ja, durch Gott. Er gibt dir diesen Hunger in dein Herz und plötzlich fängst du an zu suchen. Und bei mir war es zumindest so, dass es ganz plötzlich geschehen ist, Leute. Ich habe mich mit Verschwörungen beschäftigt und dies und das und jenes und irgendwann sehe ich ein Video an der Seite, wo es steht, ja, Jesus Stimme hören. Und früher hätte ich da niemals drauf geklickt, Leute. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach das Gefühl, ich möchte da jetzt draufklicken. Und ich schaue mir das Video an und plötzlich hat sich jedes Wort, was diese Frau in diesem Video gesagt hat, sie hat sozusagen ja so gesprochen, als wenn der Herr zu dir gesprochen hätte. Also es hat sich so angefühlt und ich habe einfach angefangen zu weinen, Leute. Und plötzlich hat sich da irgendwas in mich hineingesetzt und ich wollte weitersuchen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja eure Zeugnisse unten reinschreiben, wie ihr zum Glauben gefunden habt. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Jedenfalls ist mir einfach aufgefallen, dass dieser Hunger einfach plötzlich kommt. Zuvor wolltest du nichts von Gott wissen oder was auch immer, bist in dieser Welt rumgeirrt und plötzlich denkst du dir so, als ob es so Schnitt bei dir macht und ja, du bekommst auf einmal so einen Geistesblitz nach dem Motto, ich will jetzt suchen, ich will jetzt suchen. Und das ist einfach unglaublich, Leute. Auf jeden Fall habe ich ja ab dem Zeitpunkt dann angefangen zu suchen. Und ich bin dort, als ich auf diesem Konzert war, genau in diesem Moment habe ich gespürt, nee, das kann doch nicht alles sein. Diese Menschen sind alle so traurig und ich will das nicht. Und ich habe den Raum verlassen. Ich habe das Konzert verlassen und es waren so im riesigen Gebäude, Leute. Und ich bin einfach rausgegangen. Und plötzlich wurde mir alles mehr und mehr bewusst, dass die Welt, ja, dass da viel, viel mehr ist. Und dass die Welt von irgendetwas Bösen kontrolliert wird. Und da sind wir schon wieder bei dem Thema Verschwörung, Leute. Zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht zum Glauben gefunden habe, habe ich ja an Verschwörung geglaubt. Ich habe an Aliens geglaubt. Ich habe an Menschen geglaubt, oder Aliens, die Menschenform haben oder was auch immer. Ich habe voll die kranken Sachen gedacht, Leute. Auf jeden Fall bin ich ja, wie gesagt, von Verschwörung aufgewacht und habe erkannt, dass hier irgendwas nicht richtig ist. Und konnte schließlich, wie gesagt, mit dem Wort Gottes hinterher alles abklären und erkennen, okay, irgendwie passt das alles. Und plötzlich habe ich gemerkt, okay, du hast in Sünde gelebt und du bist ein schlechter Mensch und du brauchst die Erlösung, sonst wirst du in die Hölle kommen. Und das ist mir dann in dem Moment aufgefallen.
ja, da hat der Feind auch sich sofort irgendwo eingenistet, beziehungsweise auf einmal war eine Frau vor mir und sie war wirklich, war besessen, Leute, sie war einfach besessen, sie war einfach nur böse. Sie hat so, ja, sie hatte so ganz, als ob sie mich angreifen wollte, sie wollte mich sogar angreifen, Leute, und ich wollte mich wehren, ich wollte mich gegen diesen, ja, ich wollte mich sozusagen gegen Satan wehren. Nach dem Motto, er wollte mich wieder rausziehen, also aus der Wahrheit. Und ich wollte, habe mich festgeklammert und wollte nicht loslassen, Leute. Ich wollte die Wahrheit suchen und ich wollte die Wahrheit finden. Und ich habe dann gegen diese Lügen angekämpft. Und manche Leute sind vielleicht an diesem Punkt, wo Leute sagen, hey, es gibt Jesus und Jesus ist für deine Sünden gestorben. Und dieser Mensch denkt sich so, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ist das wirklich so? Und bei dem einen oder anderen wird dann dieses Wort wieder aus dem Herzen rausgezogen. Und ja, es findet einfach keinen Platz. Es kriegt einfach keine Wurzeln. Es bleibt nicht in unserem Herzen und kann keine Frucht tragen. Und bei dem anderen aber wieder bringt es Wurzeln und wächst. Und ich wollte einfach daran festhalten, Leute. Und in diesem Moment habe ich. Ich habe meine Augen, so wie es ist, wenn wir Albträume haben, Leute, und wir einfach aus diesem Traum einfach nur ausbrechen wollen. So habe ich in diesem Moment reagiert. Und plötzlich bin ich aufgewacht und bin in einem anderen Traum aufgewacht. Und das war der Raum, wo mich die Frau reingeführt hat. Und dieser Raum war ja ein Schlafzimmer. Es war ein Schlafzimmer. Ich habe geschlafen, Leute. Und ich bin aus dem Schlaf aufgewacht. Wenn wir aus dem Schlaf aufwachen, heißt es so viel wie, okay, du hast erkannt, hier ist viel mehr auf dieser Erde und du hast erkannt, dass du Hilfe brauchst. Du hast erkannt, dass du einen Erlöser brauchst. Du hast erkannt, dass du ein Sünder bist. Und die Erkenntnis wird dir plötzlich in dein Herz gelegt. Und Leute, auf einmal so, ich schaue nach oben, alles war irgendwie so, ja, es war nicht wirklich Licht in diesem Zimmer, es war eher so, als ob die Vorhänge zugezogen waren. Es war irgendwie ja, ein Mischding aus Schlafzimmer und Küche. Eigentlich sah es recht wohnlich aus, aber irgendwo auch nicht, weil es eigentlich ziemlich dunkel war, Leute. Und ich habe dann die ganze Zeit gerufen, Leute. Ich habe gesagt, ja, im Namen von Jehoshua, im Namen von Jesus Christus. Ich habe immer und immer wieder gesagt und danach gerufen. Ich habe sozusagen nach dem Herrn gerufen, die ganze Zeit. Ich habe, ja, meinen Erlöser gesucht, Leute. So wie wir ins Gebet gehen und diese Lebensübergabe machen und wir um Vergebung unserer Sünden bitten. Das war sozusagen der Moment, wo ich aufgewacht bin und nach Jesus gerufen habe. Und ich habe gerufen, Leute, ich habe gerufen, ich habe gerufen. Und ich habe auf einmal einen Eindruck gehabt in meinem Kopf. Ich habe ein Schlafzimmer gesehen, wo alles schwarz war. Und ich habe, ja, eine männliche Person gehört, die in dem Bett lag. Und diese Person, also alles war abgedunkelt und diese Person hat immer wieder, wenn ich den Namen gerufen habe, hat er etwas gesagt gehabt. Er war von einem Dämon sozusagen besessen. Er war irgendwo in den Fängen Satans. Aber irgendwann wurde er frei. Und das sollte sozusagen das Bild bedeuten, was ich auf mich sozusagen widergespiegelt hat in dem Moment. Und ich spürte auf einmal, umso kräftiger ich den Namen rief, dass sich eine Kraft aus mich ausgewirkt hat, Leute. Diese Kraft ging über meinen ganzen Körper. Es war so ein Energie, sage ich, also was heißt Energie? Es war so, es waren Ströme, Leute. Es waren Ströme. So wie der Herr gesagt, wenn ihr zum Glauben kommt, wenn ihr an mich glaubt, so werden Ströme des lebendigen Wassers über euch, ja, in euch kommen, Leute. Die Quelle des Lebens wird euch, ja, in eurem Herzen sozusagen wohnen, der Heilige Geist. Und das ist in dem Moment passiert. Der Heilige Geist ist sozusagen in dem Traum in mich eingezogen. Also es sollte sozusagen in dem Moment bildlich dargestellt werden. Und ich bin zum Glauben gekommen. Und Gott und der Herr, sie haben mich aufgenommen. Was ist danach passiert, Leute? Danach war es so, dass ich, ja, ich habe den Raum verlassen, ich habe den Schlafraum verlassen
und habe die Tür aufgemacht. Ich bin rausgegangen und vor mir war eine Person. Es war auch wieder so eine Art Muslim oder Moslem. Auf jeden Fall hat er mich etwas merkwürdig angeguckt nach dem Motto, so, was machst du? Wieso gehst du aus diesem Raum raus? Also er hat mich als etwas gesehen, so nach dem Motto, ja, als wäre ich irgendwie merkwürdig, komisch. So wie Menschen euch angucken, wenn ihr sagt, ja, ich glaube an Jesus. So hat er mich angeschaut, Leute. Und auf jeden Fall hatte ich einfach im Kopf so, nein, ich möchte jetzt einfach ein neues Leben beginnen. Ich möchte ein neues Leben beginnen mit Jesus zusammen, mit Gott zusammen, im Heiligen Geist. Und bin an den Gang entlang, Leute. Beziehungsweise, ja, was heißt den Gang entlang? Erstmal stand ich noch dort. Und plötzlich, während ich diese Person beobachtete und sie mich und wir uns die ganze Zeit so komische Blicke zugeworfen haben, wobei der ganze Raum und das ganze Haus, wie gesagt, alles voller Holz war, Leute, also es war alles Holz, stand auf einmal ein großer Mann vor mir. Ich habe das Gesicht nicht gesehen, Leute, aber als erstes fiel mir ein Anzug auf. Ein schwarzer Anzug. Wie ein Bräutigam. Wie ein Bräutigam, Leute. Dieser Anzug war einfach, ja, wie ein Bräutigam. Wie ein Bräutigam diese ganzen Dinge trägt. Und genau das sollte das auch in diesem Moment darstellen. Der Herr ist ja unser Bräutigam und wir sind die Braut. Und in dem Moment hat sozusagen alles angefangen. Ich habe die Tür verlassen, ich wollte ein neues Leben beginnen, ich habe den Herrn angerufen und ja, er war dort und wollte mich sozusagen mitnehmen. Er hat mich aufgenommen in diesem Moment. Und aufgenommen ist das richtige Stichwort, Leute. Ich habe diese Person, wie gesagt, nicht gesehen, aber ich habe gesehen, also ich habe das Gesicht nicht dieser Person gesehen, aber ich habe gesehen, dass er, diese Person, er hat mich angelächelt. Er hat mich vertrauensvoll angelächelt. Und als ob er sich so richtig gefreut hätte. Und er hat mich dann so getragen. Er hat mich dann so getragen, ja, wie kann man das beschreiben? Also so ausgestreckt. So kann man das so beschreiben, Leute, wenn man so eine Braut trägt. Also jetzt nicht hier so, sondern so mit beiden Armen so. Ich glaube, ich weiß, also ich glaube, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hatte ich plötzlich ein Brautkleid an, Leute. Und der hat mich getragen. Er hat mich getragen und ich war in dem Moment sozusagen die Gemeinde, die Kirche, beziehungsweise ja, die Braut, die der Herr am Ende der Zeit sozusagen holen wird, zu sich holen wird und die wir gerade sind, Leute. Und auf jeden Fall hat er mich so gehalten und wir sind weitergegangen. Und ich sah, dass das ganze Haus, Leute, voller Schlafräume war. Alles war voller Schlafräume. Und daran hat man einfach erkannt, die ganze Welt liegt einfach nur im Schlaf. Die Menschen schlafen und erkennen die Wahrheit nicht. Und es lief ein Mann noch an mir vorbei. Wir haben vor einer Treppe gehalten. Also der Bräutigam und ich, wir haben vor einer Treppe gehalten. Und ein Mann lief an uns vorbei und er hat den Weg gemieden, also er hat die Treppe gemieden. Und diese Treppe stellte sozusagen, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Das Erdgeschoss ist die Erde. Das Obergeschoss, beziehungsweise wenn man weiter nach oben geht, das wäre der Himmel. Und der Weg der Treppe sind die Stufen, die wir hier auf dieser Erde besteigen, damit wir irgendwann, ja, die wir mit dem Herrn zusammen besteigen, um irgendwann bei ihm zu sein, um irgendwann bei Gott zu sein. Und auf dieser Stufe war ein weißer Teppich bis oben hin, Leute. Und ich war so, ja, ich lag da so, also er hat mich ja festgehalten, er hat mich getragen und ich war total erstmal im nächsten Moment so, boah, nee, was passiert hier so, ne? Ich war so richtig so wie wir manchmal reagieren, Leute, wenn wir irgendwie irgendwas Komisches passiert und wir uns so denken, ist das gerade richtig, was ich tue? Und wir einfach nur Vertrauen haben sollten und einfach nur
ihm vertrauen sollten, unseren Herrn vertrauen sollten, dass er uns nicht loslässt, dass er uns tragen wird bis zum Ende, dass er nicht zulassen wird, dass wir uns irgendwo stoßen und wir fallen und uns ja, im Dreck liegen, sondern er möchte seine Braut rein haben. Er möchte seine Braut, ja, wenn wir ihm vertrauen, dann trägt er uns ins ewige Leben. Wir müssen ihn aber auch vertrauen und mit ihm gehen und ihn nicht loslassen. Und ja, wir sind dann zusammen die Treppe hochgegangen, Leute. Und ich immer noch so, was soll ich glauben, was soll ich glauben und so. Also so dieses Denken, was wir ab und an auf dieser Erde haben, nach dem Motto, oh, ist das gerade richtig, was ich tue? Und dann kommen diese Lügen und diese Täuschung vom Feind und du wirst hin und her geworfen und du zweifelst an deinem Glauben, du zweifelst einfach an alles und du zweifelst daran, ob du den Weg mit dem Herrn schaffst und was weiß ich nicht alles. Das stellte sozusagen in dem Moment die Zweifel dar. Und aber umso länger ich mit dem Herrn ging, umso höher wir sozusagen gekommen sind, umso mehr Vertrauen hat sich in meinem Herzen breit gemacht. Und irgendwann dachte ich mir so, nein, du bist einfach nur geborgen. Wieso hast du Angst? Er lässt dich nicht los. Du wirst nicht fallen. Und du wirst auch nicht die ganzen Stufen wieder runterfallen. Er wird dich tragen bis zum Ende. Und ja, wir gingen dann weiter und weiter und weiter. Und irgendwann, Leute, sind wir oben angekommen. Und ich sah ein riesiges, also es hat das Bild gewechselt. Und ich sah ein riesiges, ich würde schon fast sagen, es sah aus wie ein Restaurant, Leute. Es war das Hochzeitsfest. Die Hochzeit des Lammes sozusagen. Ich sah ganz viel, also ich sah einen ganz großen Tisch, Leute. Einen ganz großen Tisch. Alles richtig schön dekoriert mit Lichtern, mit Kerzen, mit ja, die Stühle. Da waren so, ja, so Sitzkissen und so weiter. Es war alles voll gemütlich, Leute. Es war alles einfach nur total schön und so und total edel, das Restaurant oder das Fest, das Hochzeitsfest, alles, was dekoriert war. Ja, vor mir war eine Frau und diese Frau hat den Stuhl zurückgezogen. Nach dem Motto, jetzt kannst du Platz nehmen. Du hast den Weg geschafft und jetzt hast du Ruhe. Jetzt hast du Ruhe. Und du brauchst nicht mehr irgendwie Angst haben oder was auch immer. Du bist angekommen. Und ich wollte mich dann da so erstmal hinsetzen, aber dann im Heiligen Geist, Leute, im Traum, ich wurde wirklich auf einmal so wach, also wach in dem Sinne, ich habe auf einmal gemerkt, warte mal, du bist im Traum. Und ich kann sich doch jetzt nicht einfach da hinsetzen und ich habe dann wirklich darauf gewartet, dass die Frau sich da hinsetzt, weil ich wollte nicht unhöflich sein, Leute. Und daran erkennen wir selbst im Traum, wirkt der Heilige Geist in uns, Leute. Und ich habe dann so gewartet und habe auf die Frau geachtet und auf einmal sah ich, wie eine andere Frau von einem anderen Tisch kam. Und diese andere Frau, sie stellte ja, einen Fremdling auf dieser Erde dar. Ein Mensch, der wie gesagt auch mit dem Herrn gegangen ist und ja, von den Menschen gehasst worden ist deswegen. Sie kam zu uns und hat zu uns gesagt, die Menschen wollten nichts mit mir zu tun haben. Ja, sie haben mich ignoriert, sie wollten nicht mit mir zusammen an einem Tisch sitzen. Tisch bedeutet ja auch Gemeinschaft. Und ja, sie haben sie sozusagen alle verlassen, aber sie hat immer weiterhin an ihrem Glauben festgehalten. Sie hat immer weiterhin an den Herrn und an Gott geglaubt und ja, ist bei ihnen geblieben. Und diese Frau hat dann gesagt, also die den Tisch dekoriert hat und so weiter, zu der anderen Frau gesagt, setz dich hin. Und dann war der Traum zu Ende, Leute. Und ich fand das einfach so schön, Leute, ich fand diesen Traum mega schön und ich habe dazu ein paar Sachen und es sind schon 24 Minuten und ich weiß nicht, ob ich das alles so hinbekomme. Ich hoffe, ihr konntet mir bisher folgen. Und zwar, ich habe dazu Lukas 12, 35 bis ja, 40. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennt. Also seid alle Zeit bereit, wenn der Herr kommt, beziehungsweise, dass ihr immer wieder denkt, okay, der Herr kann jederzeit kommen, der Herr kann jederzeit kommen. Also, dass ihr nicht müde werdet. Und eure Lichter brennend, dass das Licht in eurem Herzen, eure Liebe, dass ihr den Geist nicht auslöscht.
und dass ihr wachst im Herrn, dass ihr wachst in der Beziehung zu Gott und dem Herrn, dass ihr an Weisheit zunehmt, dass ihr ja, euch lebendig machen lasst, euch heiligen lasst, mit ihm weiterhin Hand in Hand geht und ja, die Hand nicht loslasst, Leute. So. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird. Damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen, was sozusagen das Hochzeitsmahl ist. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt und in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid doch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Und wie kann man das sehen, Leute? Wenn der Hausherr über sein Haus wacht, und ich meine, im Haus sind ja auch Gegenstände, die irgendwo wertvoll sind, das sind sozusagen diese Dinge, die wir ansammeln im Herrn, die wir ansammeln im Himmel. Und angenommen, der Mensch denkt irgendwann, ach, der Herr, der kommt sowieso erst dann und dann und fällt vielleicht vom Glauben ab oder ja, wird auf einmal wieder, ja, lebt auf einmal komplett wieder im Fleisch, ist böse zu anderen Menschen, wendet wieder Gewalt an, fällt wieder zurück auf sein sündiges Leben und was weiß ich nicht alles. Und wenn der Herr dann zu diesem Zeitpunkt kommt und einbricht und diese Person nicht gewacht hat, wird er ihm sozusagen alles nehmen, was in diesem Haus ist, weil er nicht gewacht hat und weil er nicht an dem Herrn festgehalten hat. Wenn er aber gewacht hat, so wird der Dieb ihn nicht überraschen und ihm auch nichts nehmen. Versteht ihr, Leute? Und es geht noch weiter und wir haben schon 27 Minuten und ich hoffe, ich bekomme das alles hin. Und zwar geht es auch nochmal um das Hochzeitsmahl, was ich auch noch aufgeschrieben habe, Leute. Das fand ich nämlich auch mega schön. Und zwar, und nach diesem hörte ich eine laute Stimme, einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und nochmals sprachen sie: Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, all seine Knechte, und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge, und wie das Rauschen vieler Wasser, und wie der Schall starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihm gegeben, sich in feinen Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe: Glückselig sind die, welche zur Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und Leute, ich fand das einfach so schön und ich habe dazu Folgendes aufgeschrieben, einfach weil ich das so interessant fand. Ich habe da mir nie wirklich drüber Gedanken gemacht. Wenn man das mal so überlegt, wenn wir zum Glauben finden, so, dann machen wir ja erstmal irgendwo auf eine Art und Weise den Ehevertrag aus. Den Ehevertrag, den der Bräutigam mit der Braut schließt. Meistens wird das von der Familie geregelt. Also früher wurde das immer von der Familie geregelt, in 3 Gängen, also in 3 verschiedenen Hauptteilen. Erst der Ehevertrag. Und wenn der Ehevertrag unterzeichnet worden ist, also wir zum Glauben finden und wir den Herrn unserem Leben, also unser Leben geben, und Gott unser Leben geben, was passiert dann? Dann ist es ja so, dass die Braut bzw. der Bräutigam bezahlt dann sozusagen der Braut ein Brautgeld. Und das Brautgeld
dient dazu. Also das Brautgeld ist in dem Moment sozusagen das Blut, was der Herr für uns vergossen hat, damit wir mit Gott wieder Gemeinschaft haben können, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können und ja, einfach zu ihm gehören. Wozu diente das Brautgeld? Dient zum Beispiel dazu, er besiegelt den Ehevertrag auf festliche Weise. Er trägt zur Haltbarkeit der Ehe bei. Und was gibt die Frau mit? Also die Frau hat ja auch ein Mitgift mitgegeben, dem Bräutigam und der Familie. Und was können wir darunter verstehen? Wenn der Herr sich gegeben hat und ja, sein Blut vergossen hat am Kreuz für unsere Sünden, was sind wir dann sozusagen schuldig, wenn er uns reinigt mit dem Blut und uns heiligt? Dass wir halt rein werden, Leute. Dass wir rein werden und dass wir eine makellose Braut werden. Also was heißt makellos? So wie er die Wege mit uns ebnet. Nicht weiter und auch nicht zurückbleiben. Also so, wie wir hier auf dieser Erde verändert werden, wie wir lebendig gemacht werden. Und dass wir halt diese ganzen Dinge nicht mit Füßen treten, weil der Herr ist für unsere Sünden gestorben, dass wir dieses wundervolle Geschenk im Himmel haben dürfen und diese wundervolle Gemeinschaft. Und ja, das ist zum einen, was ich sagen wollte. Was passiert danach? Dann findet ja die Verlobungszeit statt. Und die Verlobungszeit war ja auch sozusagen die Treppe, die dort wiedergespiegelt worden ist. Die Treppe, die höher und höher und höher ging, die Vorbereitungszeit. Nach dem Motto, dass die Frau sich vorbereitet. Dass die Braut sich vorbereitet auf den Bräutigam. In dem Sinne, dass sie, ja, wie ich ja schon gesagt habe, dass sie sich heiligt, dass sie an Weisheit zunimmt, dass sie in der Beziehung wächst, dass sie im Gebet bleibt, dass sie ja, Gott und dem Herrn in Gerechtigkeit dient sozusagen, also in der Liebe dient, dass sie ein Werkzeug der Gerechtigkeit wird. So, wie geht's weiter? Dann war es so, nachdem die Verlobungszeit abgelaufen war, dass der Bräutigam zu seiner Braut mit männlichen Freunden gekommen ist, also was man sozusagen dann das Ende der Zeit sehen kann, wenn der Herr mit seinen Engeln kommt. Und er ist sozusagen, also der Bräutigam ist früher mit Fackeln zum Haus der Frau gegangen und die Frau war vorbereitet. Sie wusste, dass der Bräutigam kommt. So wie wir alle Zeit wachen sollten und daran denken sollten, okay, der Herr kann jederzeit kommen, beziehungsweise der Herr ist auf dem Weg. So sollten wir immer wieder denken. Und was ist dann passiert? Dann war es ja, also dann ist es ja so, dass die Braut, ja, die Brautjungfern und so weiter, sie warten ja alle auf den Bräutigam. Und dann kommt sozusagen der Bräutigam, also der Herr, klopft an und die Braut macht die Tür auf und ja, lässt ihn herein. Beziehungsweise sie gehen alle mit dem Bräutigam zusammen mit und er führt sie sozusagen dann in das Haus des Bräutigams. Und es findet ja dann die Hochzeit statt. Und die Braut, beziehungsweise die Braut, also die Frau, die hinterher seine Frau wird sozusagen, ist dann mit ihm vereinigt. Jetzt sind wir ja noch verlobt mit ihm und dann sind wir sozusagen mit ihm verheiratet. Also die Gemeinde. Ihr versteht, was ich meine. Und ja, und das war das, was ich erklären wollte. Und es kann sein, dass ich jetzt tausend Fehler eingebaut habe, weil ich wollte es irgendwie erklären, warum es Braut und Bräutigam heißt und wie man das irgendwie ja, erklären kann. Falls ich irgendwie noch Fehler gemacht habe, kann es auch sein, dass ich dann hier unten irgendwie noch so Bibelverse reinschreibe. Aber ich wollte es einfach, was heißt Bibelverse, auch noch allgemein so Infos, Leute. Weil ja, ich habe halt einige Zweifel und Ängste. Und ich hatte auch eigentlich Angst, dass ich das Video überhaupt gar nicht hinbekomme. Leute, ich bin tausendmal ins Gebet gegangen dafür. Ich bin gerade ganz ehrlich. Aber wir sind alle nicht perfekt. Wir machen alle Fehler irgendwo auf eine Art und Weise. Wichtig ist, dass wir einfach ja, Vertrauen haben, dass wir mit dem Herrn gehen, dass wir verändert werden, dass wir in der Liebe wachsen und stetig unseren Blick auf Gott und den Herrn richten und immer wieder denken, wow, der Herr kann jederzeit kommen. Und dass wir auch immer das in unserem Herzen behalten. Dass wir diese Liebe, diese Herzchen sozusagen in unseren Augen behalten. Und ja, einfach die Liebe für unsere erste große Liebe in unserem Herzen behalten. Dieses brennende Herz nach dem Motto, so dass wir einfach voller
Motivation, voller Eifer dem Herrn dienen und ja, ihm einfach ein Werkzeug sind, aus Liebe. Und ja, wir ihn irgendwann mit einem wunderschönen Lächeln begegnen können und wow, Leute, unseren Erlöser irgendwann zu begegnen, das ist bestimmt das Allerschönste, was man sich vorstellen kann. Und das heißt bestimmt, es ist das Allerschönste, Leute. Überlegt mal, wie es sich anfühlen muss, wenn man Gott und den Herrn und wenn man das alles überhaupt alles erleben darf, Leute. Wenn irgendwann die Posaunen erschallen und die Engel kommen und wow, das hört sich alles an wie so im Film so, aber dann passiert das einfach in Wirklichkeit und wow, das muss einfach unglaublich sein. Und ja, bevor das Video abbricht, das sind schon 35 Minuten, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und seid mächtig gesegnet von unserem wundervollen Herrn und von unserem wundervollen himmlischen Vater. Mögen sie eure Herzen erfüllen mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Weisheit, mit Erkenntnis, mit Einsicht, mit Wachstum, mit Leben. Dass eure Sorgen verschwinden, eure Ängste verschwinden, dass ihr ganz, ganz viel Freude in eurem Herzen tragt und ihr einfach stark werdet im Herrn, stark werdet im Heiligen Geist und ja, dass ihr hoffentlich alles verstanden habt, was ich gesagt habe. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Und ja, seid mächtig gesegnet von unserem wundervollen Herrn. Ja, im Namen unseres wundervollen Herrn, Jehoshua, Jesus Christus. Und ja, einen wunderschönen guten Tag noch, liebe Leute. Ich liebe euch. Tschüss.